Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Daily hier auf meinem Kanal. Ihr seht, ich habe ein Paket auf den Armen, das heißt, heute gibt es ein kleines Auspackvideo. Heute hat die liebe Sonja wieder ein Video für euch gesponsert. Ich nenne das jetzt mal so. Also es ist ein Zuschauerpaket, die Sonja kennen einige von euch schon. Sie schickt mir relativ häufig immer ganz viel Wolle zu und sie kennt gar nicht anscheinend meinen vollgepackten Schrank im Hintergrund. Oh Gott. Ja, ich mache es erstmal auf und dann schauen wir uns an, was die Sonja Liebes geschickt hat. Geht nicht auf. Also, wir haben ein Paket mit ganz, ganz, ganz vielen coolen Sachen. Ich sehe das schon. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Also, ich zeige euch erstmal, was die liebe Sonja mir alles geschickt hat. Und dann zeige ich euch, was ich zurückschicke. Was ich nämlich schon angesammelt habe für sie. Erstmal gibt es eine süße Nachricht. Dankeschön, ihr beiden Lieben. Ja, natürlich. Also Timmy verträgt ja alles. Er hat keine Probleme, außer mit seinem Gewicht, ne? Jo, Schatz. Boah, hat die Mami dich blamiert jetzt, ne? Ja. Und ja, und wir freuen uns auch immer riesig, wenn wir was Cooles zum Snacken haben. Und ich sehe, das ist alles schon perfekt. Ja, also als erstes sowieso... Immer, brauche ich immer sehr viel, sind sehr werten. Vielen, vielen lieben Dank. Das sind jetzt welche von Nanunana. Hier steht da aber nur Nana drauf, ich weiß nicht. Heißt es in Österreich nur Nana oder heißt es nicht Nanunana? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, ist mein Lieblingswort heute, ich weiß es nicht. Wenn ihr ein Trinkspiel macht, macht es gerne. Dann schreibt zum Schluss in den Kommentaren rein, ob ihr das Trinkspiel mit Tee, Kaffee oder mit Schnaps gemacht habt und ob ihr hinterher besoffen wart. Ich weiß es nicht. Da war es schon wieder. Oh Gott, ey. Man braucht immer so einen Füllwörter. Man denkt sich immer, nein, das sage ich nicht. Nein, das sage ich nicht. Und zack, ist es draußen. Okay, also einmal das. Dann haben wir hier den Frauenpower-Tee, ayurvedische Kräutermischung mit Hibiskus, Angelika-Wurzel und Ingwer. Der sieht so aus. Ich hoffe, dass die Kamera gut arbeitet. Die Yogi-Tees, die sind immer super lecker. Und sie haben immer wie so ein Glückskeks und Spruch mit dabei. Müsst ihr mal drauf achten. Ah, der Pumpkin-Chai. Ja, cool. Da, so sieht der Pumpkin-Chai aus erstmal. Und ja, wie soll es anders sein? Er ist halt mit Kürbis, Ingwer und Orange. Ja, cool. Eine Sonderedition, kommt in meine Sammlung. Dann haben wir Ingwer-Zitrone. Ja, ist einfach Ingwer, Zitronenschale und Minze. Und der sieht so aus. Eine riesige Teesammlung. Ja! Yeah! Und dann haben wir hier Ingwer Orange mit Vanille. Und der ist eben mit Ingwer Orangenschale und Vanille. Sehr cool. So. Dann haben wir richtig lecker. Heidelbeeren, gefriergetrocknet. Leute, mir werden jetzt immer Videos angezeigt, wie Sachen gefriergetrocknet werden, ne? Ja, Bommel, da stand eine Tasse, ne? Du Tasse.
Ihr habt wieder einen schicken Popo gesehen. Ne? Also, das sind Heidelbeeren oder Blaubeeren vom DM. Es sind 25 Gramm und du kannst es nehmen als Topping, also sprich irgendwo drauf machen, auf irgendeine Bowl oder Salat oder was auch immer. Du kannst es überall mit drauf schmeißen. Du kannst es in dein Müsli machen, du kannst es mit ins Gebäck packen, du kannst damit backen. Ja, also eigentlich, du kannst damit alles überall, wo du auch frische Blaubeeren für verwenden kannst, kannst du auch die gefriergetrockneten Blaubeeren benutzen. Ja, super cool. Dasselbe gibt es nochmal mit Apfelstücken und Blaubeeren. Die hattest du mir letztes Mal auch mitgeschickt. Die waren super lecker, ne? Also, das Ganze sind 30 Gramm. Und ich habe diese Firma Mutter Natur in Deutschland jetzt noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, aber hier steht ja auch Apfelstücke, Heidelbeere getrocknet aus österreichischen sonnengereiften Äpfeln. Ja, also gesehen habe ich es noch nicht. Ich würde mal in einem Biomarkt gucken, ob es da sowas gibt. Und die waren super lecker. Also freuen wir uns riesig drüber. Dankeschön. Ja, Timmy, guckst du, ne? Nicht für dich. Dann haben wir drin Bio-schwarze Bohnenbällchen, naturbelassen aus Österreich. Ja, das ist sowas zum Snacken, ne? Also ihr hattet letztes Mal gefragt, was das ist und ihr habt es nicht so, also einige haben das nicht so verstanden. Deswegen lese ich es jetzt einfach mal vor. Es sind österreichische Bio-schwarze Bohnen, Knabbergebäck, naturbelassen. Ja, also irgendwas sowas Aufgepufftes. Ich weiß jetzt nicht, ob das gefriergetrocknet wird, ich jetzt nicht sagen. Es sind 50% schwarze Bohnen, 44% Maisgrieß, 5% Maisstärke und 1% Salz. Und ja, es ist halt so wie Knabberkram, ne? Zum Knabbern. Super lecker, dankeschön. Ich habe schon wieder die Kamera kaputt gemacht. Ich muss mal ganz kurz pausieren, mir rennt gerade die Nase irgendwo hin. Okay, da bin ich wieder. Ich habe die Nase wieder eingefangen. So, dann haben wir einen Zitronenkuchen. Oh cool. Ein Zitronenkuchen, eine Backmischung. Ich habe jetzt tatsächlich schon... Naja, wir machen gerade so ein Ding, ne? Ich lebe gerade ein bisschen zuckerfrei. Also sichtbaren Zucker. Ich sage immer so... Ich verzichte darauf, wo man weiß, da ist Zucker drin. Wo man es weiß, ne? Und ja, das mache ich jetzt eine Weile. Werde ich nicht für immer machen. Irgendwann fange ich wieder an, Sachen mit Zucker zu essen. Aber ich habe gedacht, wir machen mal so eine kleine Kur. So eine Zucker... Anti-Zucker-Kur. Ist auch gut für den Geldbeutel tatsächlich, ne? So viele Süßigkeiten, wie ich immer in letzter Zeit gekauft habe, ist das tatsächlich auch mal gut für den Geldbeutel. Ja. Na gut, die Alternativen sind auch wieder teuer, weil Trockenfrüchte, die wir alternativ essen, sind jetzt auch wieder teuer. Und seitdem backe ich nicht mehr. Ich müsste mal wieder backen. Ne? Ja, super cool. Also eine Backmischung geht auch immer. Ja, freue ich mich riesig. Und Zitronenkuchen sowieso bei uns. Dann kommt jetzt erstmal was für euch. Ist das was für euch? Soll ich das beiseite legen? Willst du das gleich schlecken? Also wir haben hier von DM Schnurr. Das sind viermal Hähnchen. Viermal mit Hähnchen plus Q10. Und viermal mit Pute, Zink und Cranberry. Ohne Zuckerzusatz. Das sind halt so eine Soßen, ne? So eine Schlecksoßen. Ich hoffe echt, dass er nicht die ganze Zeit mein Gesicht fokussiert, weil ich sehe es nicht, es ist zu weit weg. Und dann gibt es noch was zum Knabbern, auch von DM. Das ist fleischige Häppchen. Ich habe im flüssige Häppchen gelesen und dachte mir so, was? Fleischige Häppchen, reicher Truthahn, verfeinert mit Leberwurst. Timmy, das machen wir nicht, ne? Da. Ja, du kommst gucken, ne?
So, dann haben wir hier ein Almond Butter and Sea Salad Riegelchen mit 70% Kakao. Der sieht so hier aus. Und davon haben wir nochmal einen mit Salad Karamell. Das sind beides 33 Gramm. Genau, 33 Gramm. Ist wieder was runtergefallen oder wird es sich jetzt bloß angehört? So angehört. Dann haben wir ein Schoko-Coconut von Vegan Riegelchen. Einen Vegans Schokobar Peanut Caramel. Gott, viel zu viel reingetan hast du wieder. Ja, ist da draußen jemand? Ja. Und hier diese Fruchtschnitten von DM, die sind super lecker. Davon müsst ihr die mal mit Kokosnuss, die sind auch lecker, aber die hier mit Nuss sind auch super lecker. Geschnitten. Dann haben wir hier noch von DM einen Haselnuss, Cashew und Pistazie. Ich spreche einfach aus, Pistazie. Ja. Genau. Ich habe immer das Gefühl, es fällt was raus. Jetzt kommen Platzen vor Glück Ingwer-Gummibärchen. Hä, hey, cool. Ingwer-Gummibärchen. Lecker. Von Sonnentor, die gibt es im Bioladen. Also meistens gibt es Sonnentor im Bioladen. Ich weiß nicht, ob es den. Woanders habe ich noch nicht gesehen. Das sind 100 Gramm. Das Ingwer-Bärchen. Dann haben wir schokolierte Himbeeren. Das heißt Schoko-Himbeeren. Und wir haben Tee von Sonnentor, die Frische des Morgentaus auf deinen Füßen zu spüren, gehe achtsam durch den Tag. Also Happiness, ne? Happiness ist das, was ich eben vorgelesen habe. gibt es da drauf die Geschmacksrichtung? Es ist ein Bio gewürzt Teekräutermischung mit Mate, also koffeinhaltig. Jawohl. Dann haben wir hier noch drei Bio-Riegel ohne Zucker. Ja, jetzt hättest du es gewusst. Haselnuss, Datteln, Kakao und Maca. Ja, der sieht so aus. Und wir haben Mandel, Apfel, Dattel, Himbeere und wie spricht man das aus? A-C-A-I? Wer spricht mir das aus? Ich weiß, was es ist, aber ich kann es nicht aussprechen. Ich sag's immer verkehrt. Den haben wir einmal dabei. Und dann haben wir noch Mandel, Dattel, Apfel, Pflaume und Zimt. Den da. Sehr cool. So, und dann haben wir noch zwei coole Sachen drin. Die muss ich mir aber erstmal genauer angucken. Aha, da sind Blümchen drin. Funky Flowers für den Eigenanbau. Essbare Blüten für den Eigenanbau. Hey, cool. Guck mal, ich komme mal näher ran. Also das ist da. Funky Flowers. Und einmal das da, die essbaren Blümchen. Ja, da bin ich echt gespannt. Die machen wir natürlich draußen auf dem Balkon. Jawohl. So, und jetzt so. Vielen lieben Dank dafür, für die riesen Überraschung.
Matzi müsste mal gebürstet werden. Der will aber nicht, der rennt immer weg, wenn ich mit der Bürste um die Ecke komme. Aber er sieht so aus, als müsste doch mal. Schmatzi! Wie schnell schlägst denn du? Mach langsam. Du warst endlich einmal Augen putzen heute noch, ne? So, warte. Ja, du bist zu schnell, da kommt nichts mehr. Das ist alle. Ein bisschen runtergehen, Michel. Du hast einen ganz langen Hals. Du siehst heute aus, als hättest du dich ausgeschlafen, Schatzel. Hat dich Bommi geweckt? Ja. Warte. Da kommt wieder was. Jetzt hast du dich eingesaut, Schatz. So, jetzt ist alle. Ist hier noch was? Jetzt ist alle. Kannst du dich sauber machen? Okay, ich wollte euch noch zeigen, ich habe was fertig für die liebe Xenia von der lieben Sonja, die Tochter. Da gibt es einmal die Hexagonjacke und die zeige ich jetzt nochmal schnell im Podcast und dann verpacke ich alles und dann geht das auf Reisen. Jawohl! Und ich hatte noch Garn übrig, deswegen habe ich noch ein Oberteil gemacht. Das sieht einmal so hier aus. Ist halt von oben zum Schnüren. Und hinten sieht es so aus. Und wenn man das Ganze nicht zum Schnüren haben möchte, kann man sich ja hier hinten nochmal zwei Träger dran machen und dann die Träger oben miteinander verbinden. Genau. Und dann hat man ein schickes Oberteil. Ich hoffe, über das Set freut sie sich. Ja. Video zu der Hexagonjacke findet ihr auf dem anderen Kanal und zu den Oberteilen gibt es nur eine schriftliche Anleitung in meinem Etsy oder My Boschi Shop. Genau, gut. Ja, an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich freue mich über Däumchen, Kommentare und Abos und wenn ihr morgen wieder einschaltet. Bis morgen. Ciao, ciao.